Moin Moin aus Lübeck. Heute zeige ich euch, ob Warehouse Deals von Amazon etwas taugen oder auch nicht. Der saugt. Zustand gebraucht. Akzeptabel. Große Schönheitsfehler an der Unter- oder Rückseite des Artikels. So, dieses Video aus gegebenen Anlass, da ich umziehen werde und durch den Umzug muss ich jetzt einiges an Gerätschaften und so weiter, Haushaltsartikel kaufen. Und zwar habe ich einen Staubsauger gekauft, ein Dampfbügeleisen und ein Bügelbrett. Und alles ist in der Regel, ja, auch gar nicht so billig. Und von daher schaue ich immer so ein bisschen bei Amazon nach B-Ware. Manches Mal ist oder habe ich das Gefühl, das ist so meine Erfahrung aus den letzten Monaten, dass einfach nur die Verpackung aufgemacht worden ist und vielleicht noch ein Ersatzteil fehlt oder sowas oder die Gebrauchsanleitung. Und solche Sachen verkauft Amazon immer wieder unter Warehouse-Deals etwas günstiger. So, und da ich jetzt tatsächlich dann auch drei Sachen insgesamt habe, habe ich mir gedacht, da kannst du jetzt auch mal ein Video draus machen, um auch mal direkt mal den Zuschauern zu zeigen, lohnt sich sowas nicht. Noch etwas zur eigener Sache. Wenn dir das Video gefallen hat, dann vergiss nicht, den Daumen nach oben zu setzen. Und wenn du dranbleiben möchtest, was hier auf diesem Kanal noch alles passiert, könnt ihr mich kostenlos abonnieren. So, kommen wir zum ersten Stück, und zwar ist das ein Bügeleisen. Das ist jetzt auch kein No-Name-Bügeleisen, das ist tatsächlich auch von Philips. Also da kann man jetzt davon ausgehen, dass es schon etwas besser ist. Insgesamt ist dort eine Preisspanne von 59,99 auf 16,54. 16,54 habe ich es jetzt gekauft. Momentan steht es bei Amazon drin bei 25 Euro. Also in der Theorie haben wir hier 43 Euro schon gespart zum normalen UVP, beschrieben vom Zustand her gebraucht wie neu. So, und das, was ich jetzt als allererstes schon mal gesehen habe, ist, dass hier der Karton hier auf jeden Fall schon mal eine ordentliche Detsche hat hier an der Ecke. Der Karton ist einmal aufgerissen. Also man hat auf jeden Fall schon mal aufgemacht. Auch die Folie ist nicht mehr so intakt. Gebrauchsanleitungen und Garantiebescheinigungen sind auf jeden Fall noch drin. Das Kabel ist auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Das hier ist cool gelöst hier. Das ist so eine Wippe, damit man das Bügeleisen auch abstellen kann, ohne dass dieses Kabel knickt. Einen schönen großen Wassertank. Also ich kann nirgendwo was erkennen. Die Sohle, keine Kratzer, also es ist tatsächlich neu. Also da ist nichts dran. Also das ist auf jeden Fall schon mal gut. So, zum zweiten. Und zwar ist das ein Staubsauger, ein Bodenstaubsauger. Ein Rowenta RO4825 ist das hier. Und Amazon selber beschreibt es: Zustand gebraucht, akzeptabel. Große Schönheitsfehler an der Ober- oder Vorderseite oder an den Seiten des Artikels. Große Schönheitsfehler an der Unter- oder Rückseite des Artikels, also alle Seiten. Große Schönheitsfehler an der Innenseite des Artikels. Da bin ich mal gespannt, was das für Schönheitsfehler sind. Handbuch fehlt, braucht kein Mensch. Zubehör weist gegebenenfalls optische Mängel auf. Der Artikel befindet sich in der Originalverpackung, diese ist aber beschädigt. Der Artikel wird in der Originalverpackung zugestellt. Dieser Staubsauger ist bei knapp 100 Euro momentan und ich habe diesen Staubsauger für 56,26 gekauft. Insgesamt habe ich gute 38 Euro gespart. So, die Verpackung selber, das sieht man auch hier ganz gut, ist hier schon mal neu verklebt worden, ist hier aufgerissen worden. Aber sieht man an den Ecken überall, dass es schon mal auf jeden Fall auf war. Ne? Ein großer Beutel und hier ist der Staubsaugerschlauch drin, der wie neu ist. Ich erkenne hier jetzt auch keinerlei Mängel dran. Die
Bodenbürste ist auch vollkommen fehlerfrei. Keine Kratzer, nichts, gar nichts. Auch die Unterseite definitiv nicht benutzt. So, Karton ist leer. Also alles Zubehör ist jeweils immer einzeln verpackt. Das ist einmal das Staubsaugerrohr, auch ohne Schäden. Eine schmale Düse, die man offensichtlich auch drehen kann. Ah, ist ja interessant, habe ich auch noch nicht gesehen, sowas. Also die kann man so drehen, dass man dann hier halt nur so eine kleine Bürste, dass man da so Kanten auch ausbürsten kann. Und damit saugt er dann halt dementsprechend auch ab. Ist ja ein interessantes Gimmick. So, und hier einmal Verbindungsstück vom Schlauch zur Teleskopstange. Und hier sehe ich auch direkt schon wieder ein interessantes Gimmick hier an diesem Sauger. Das ist ja mal sehr interessant. Also nochmal so eine Bürste, die man ausziehen kann, wo man dann halt dementsprechend punktuell irgendwie was abbürsten kann. Oh, nicht schlecht. Habe ich auch noch nicht gesehen, sowas. Jetzt kommen wir zu den Staubsauger. Jetzt zeige ich euch mal in Anführungsstrichen die Beschädigung. Also wie ihr seht, seht ihr fast nichts. Also er ist offensichtlich auf jeden Fall draußen gewesen. Also man sieht das hier, es sind so ganz feine Kratzer. Auch so Reste von Fingerabdrücken und so weiter hier drauf. Und auch hier an der Seite, das sind solch minimale. Auch hier ganz, ganz leicht am Rad. Das ist ein bisschen dreckig hier an der Stelle. Also man sieht, er war draußen. Der Filter ist hier drin. Auch da drin ist nichts zu erkennen. Ja, man sieht hier so ein bisschen oberflächlicher. Also das ist so minimal. Das ist auch so immer meine Erfahrung über Amazon Warehouse Deal. Amazon ist da sehr fair, was Schadenangaben angeht. Sie übertreiben in Anführungsstrichen lieber etwas mehr. Nicht, dass nachher wahrscheinlich ein Kunde ankommt und sagt, oh, hier ist aber so ein dünner Kratzer. Also akzeptabel, das macht natürlich im Bauch schon so ein mulmiges Gefühl, so dass dann, keine Ahnung, ein riesen Kratzer hier so drauf ist. Aber das ist meistens nicht der Fall. Also da sind sie schon sehr human. Mich interessiert auch gerade die Lautstärke. Oh, alter Schwede. Also wer saugt? Der saugt. Okay, also alles in Ordnung. So, kommen wir zum dritten Produkt, und zwar ist das ein Bügelbrett. Und da fällt sofort auch auf, dass hier auch schon mal einer lang geschnitten hat, hier die gesamte Länge. Das Bügelbrett ist von Vileda, Total Reflect M Plus ist das. Ich habe das Bügelbrett für 37,49 gekauft. Es steht 53,74 drin, also das heißt, es sind 16 Euro weniger. Nicht besonders viel, zumal auch hier steht, Zustand gebraucht, akzeptabel, große Schönheitsfehler an der Unter- oder Rückseite des Artikels. Zubehör weist gegebenenfalls optische Mängel auf. Der Artikel wird in der Originalverpackung zugestellt, die Verpackung wird beschädigt sein. Also ähnlich, ne? So Schönheitsfehler überall. Was ich natürlich jetzt hoffe, ist nicht, dass der Bezug beschädigt ist, aber das werden wir jetzt gleich feststellen. Der Karton, der hat wirklich überall Detschen. War hier auf der Innenseite. Ich zeige euch mal hier. Und auch da einmal so aufgerissen hier. Das hier ist so eine Antenne, wo man oben das
wo man oben das Kabel dann halt dementsprechend einziehen kann, dass das Kabel nicht immer im Wege ist beim Bügeln. Also hier fällt mir nichts auf, dass irgendwas kaputt sein soll. So, und jetzt kommen wir zum Wichtigsten. Also, ich habe wirklich genau hingeguckt. Also auf der Unterseite ist alles in Ordnung. Nirgendwo Kratzer, nichts fehlt. Also zumindest kann ich das hier jetzt nicht so erkennen. Wir drehen einmal um. Das ist gut verarbeitet, muss ich sagen. Hier ist die Aussparung, wo man das Bügeleisen auch abstellen kann. Hier oben sind so ganz kleine, dünne Kratzer hier oben. Genau an dieser Kante hier einmal dran lang, was aber minimal ist, auch hier noch. Aber ansonsten, wie ihr seht, seht ihr nichts. In meinen Augen, das Bügelbrett hatte gar nichts, der Staubsauger auch theoretisch nichts. Bedienungsanleitung, ich brauche sie nicht. Es hat sich echt schlecht angehört, wenn man so akzeptabel sieht. Aber das zeugt auch davon, dass Amazon offensichtlich auch fair ist mit der Beurteilung. Dementsprechend lieber einen stärkeren Schaden vermittelt, dass da die Erwartungshaltung erst gar nicht so groß ist. Ne? So, und das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich kann also wirklich sagen, es ist alles ähnlich fair beschrieben. Also ich kann nur sagen. Und damit schließe ich jetzt das Video und sage Tschö mit Ö aus Lübeck.